Hallo zusammen, ich mache heute ein kurzes Video, weil, dahin haben Sie erfahren, ich habe jetzt hier einen Stock, ich sollte eigentlich zwei dabei haben für die nächsten 6 Wochen. Ich habe eine zweite Knieprothese bekommen, aber es geht nicht um meine Knieprothese, sondern um den High-Power-Schalter. Das ist ein Schalter, der sieht so aus und wird bei gewissen Geräten, haben wir zeitlang verbaut, heute eigentlich nicht mehr, weil wird nicht geschätzt oder nicht gewünscht. Das ist so ein kleiner Schalter, hat eine Lampe drin und dieser wird in die Thermostatenzuleitung gehängt. Mein Werkzeug hier auf die Seite. Ich habe hier eine Batteriebox. Nichts Spezielles, ich habe hier einen ganz neuen Kühlschrank, kommt irgendwann vielleicht oder so, aber ist egal. Und wir haben hier einen Dampfhauskompressor und wir haben hier unten die unterste Leitung. Wir haben hier die unterste Leitung, die führt auf T, beziehungsweise hier drüben auch auf den untersten das T. Und diese Leitung ziehen wir ab und setzen hier auf dem T das braune Kabel ein von diesem High-Power-Schalter. Und hier verbinden wir das Kabel hier in die Klemme rein. Ist jetzt nicht schön, aber für den Zweck reicht's. Was wir machen, wir stecken den Kühlschrank hier ein. Diesen Kühlschrank, das ist ein neues Projekt von mir. Ja, hat Vor- und Nachteile. Wir schließen jetzt den hier an und wir sehen dann auf dem App, dass dieser Kühlschrank hier 3,5 Ampere braucht. Und diese Lampe leuchtet ganz schwach. Sie leuchtet wirklich schwach. Und wenn ich hier reindrücke, dann leuchtet sie nicht mehr. Und wenn ich wieder raus mache den Schalter, dann leuchtet sie. Ist doch eine Spielerei. Aber was ist, wenn der Schalter hier leuchtet? Dann braucht dieser Kompressor, hier sehen wir auf einem App, etwa 4 Ampere und die Lampe leuchtet. Wenn ich den hier drücke, dass er nicht mehr leuchtet, also der Knopf innen ist, dann sehen wir, dass der Kompressor hier 2,7 Ampere braucht, etwa 2,8. Und wenn ich den wieder drücke, dann steigt der Strom vom Kompressor wieder auf seine 4,4 Ampere. Was macht dieser Schalter? Er leuchtet. Punkt. Nein, hier drin sitzt ein Widerstand und dieser Widerstand erhöht die Drehzahl vom Kompressor. Ich habe hier auch die kurze Anleitung, das ist zwar alt, das wurde mal noch im Word geschrieben. Ich bin nicht Fan von Word, die mich kennt. Und hier ist ein Katalogauszug, kann man schlecht lesen. Könnt ihr anhalten und durchmachen. Wenn dieser Kompressor mit einem Widerstand läuft, den ich über den Schalter einschalten kann, dann braucht er 4,5 Ampere. Doch das hat er aber nicht nur einen höheren Stromverbrauch, sondern auch natürlich viel mehr Kühlleistung. Wir brauchen das bei der Größe Kühlschrank nicht, eine größere Kühlleistung, sondern wir könnten den dauerhaft auf 2000 Umdrehungen, also 2,7 Ampere laufen lassen. Oder eben, wenn wir runterkühlen wollen, wenn wir Leistung brauchen, könnten wir das über diesen Schalter runterkühlen und so haben wir wesentlich mehr Leistung. Wenn ihr einen größeren Schrank habt, wie da hinten steht, der hat schon einen Widerstand vorverbaut.
Das heißt, ihr könnt diesen Widerstand nicht auf den zweiten Widerstand setzen, weil dann läuft der Kompressor gar nicht mehr. Ihr müsstet diesen Widerstand, der hier zum Beispiel über eine Platine verbaut ist, erst rausnehmen und direkt anschließen. Ich habe hier immer noch ein operiertes Knie. Da kommen dann die Fäden raus. Zum Beispiel hier bei diesem Kühlschrank. Wir sehen hier, ist so ein Widerstand verbaut. Und der blaue hängt hier. Und somit läuft der Kompressor hier jetzt auf 3000 Umdrehungen. Ja, das ist dieser Widerstand, mehr macht er eigentlich nicht, außer die Drehzahl hoch oder runter. Man kann das manuell einstellen. Einfach wenn ich schneller runterkühlen will oder ich habe sowieso genügend Strom, dann kann ich so auf der höheren Leistung runterkühlen. Der Gesamtstromverbrauch vom Kühlschrank, der wird höher. Das ist, wenn ich im Auto fahre und ich habe da, gebe immer Vollgas, fahre wieder langsam, Vollgas, fahre wieder langsam, dann brauche ich mehr Treibstoff. Beim Kühlschrank ist das dasselbe. Wenn ich kontinuierlich länger fahre mit einer kleineren Leistung, brauche ich im Gesamten gesehen weniger Leistung. Aus diesem Grund läuft dieser Kühlschrank jetzt hier nur auf 2000 Umdrehungen, was absolut ausreichend ist. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, das geht hier nur um den Widerstand. Die Batteriebox, mache ich euch ein Video hier. Und das ist ein neuer Kühlschrank, kommt vielleicht nicht, das lassen wir sein. Über das Maß dieses Kühlschranks verlinke ich euch hier unten den Wemo 51N. Also ein Standardkühlschrank, der sehr oft in kleinen Bussen bzw. in Booten verbaut wird.